Glaubt ihr, dass in der kommenden Saison Spieler wieder aufs Knie gehen werden oder auf andere Art und Weise protestieren werden, jetzt wo das Thema wieder aufkocht? Glaubt ihr, es traut sich jemand oder haben jetzt alle wieder sagen, oh boah, sonst läuft es wie Kaepernick und ich bin raus? Ich würd sagen, die sehen ja durch den Kniefall, verstehen die Leute das falsch. Ich würde sagen, die werden es vielleicht anders produzieren oder zeigen, dass sie was verändern müssen. Und ich meine, vielleicht, die Hoffnung ist ja nicht gestorben, vielleicht versucht die NFL wirklich irgendwas zu ändern gegen Rassismus, weil die NFL ist halt echt sehr mächtig in Amerika und wenn sie irgendwas sagen, würde es vielleicht Leute ändern. Aber ich glaube, das Kniefall, ich würde sagen, es wäre nicht so schlau, wenn sie es machen würden. Kasim? Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Jungs vielleicht das machen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die NFL versucht, einen besseren Business-Move zu machen, natürlich für ihre eigene Kooperation. Sehr gut. Ist das gleiche Wort? Ja, ist richtig. Okay. die wollen natürlich auch so viele Menschen wie möglich gut aussehen, das heißt, dass da vielleicht eine neue Initiative kommt, weißt du? Black Lives Matter oder Police Reform, halt irgendetwas, das natürlich an alle appelliert, wo man denkt, okay, die NFL macht einen guten Job und versucht besser zu sein. Einfach nur, um mehr Konfrontation rauszunehmen. Mann, das sind voll viele Wörter. Ich merke schon, Alter, du bist ein richtiger Poet geworden. aber du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Ich finde auch, also ich fände es super, wenn es passieren würde. Ich glaube halt, dass aber sehr viele Menschen dann eben sagen, boah, 2020 auf einmal machen wir das und vor 4 Jahren hat sich dafür einer eingesetzt, mehr oder weniger, und den haben wir gescholten. Also ich glaube, Colin Kaepernick denkt sich auch gerade, Leute, ich hab's doch gesagt, so ein bisschen. Das ist, glaube ich, auch kein so geiles Gefühl für ihn, aber besser, es passiert später als gar nicht. Ja, also ich hoffe, es passiert irgendwas Positives, weil ihr habt es schon gesagt, Football steht eigentlich für ein Team, ein Zusammenhalt, ganz egal, wer du bist, woher du kommst, alles total egal und das sollte man, finde ich, auch weiterhin so vermitteln. Tim? Nee, Tim, du bist ein Roboter. Ich weiß nicht warum. Du kannst von mir so gerne PC immer runterfahren, hochfahren, weil ich verstehe dich leider wirklich gar nicht. Also ich finde es schön, dass du... Dabei. Ja, ey, kannst, oder schreib was wie Kasim damals bei der Webshow, schreib was auf den Blog und halt's hoch. Das geht auch. Was, Tim? Nee, ich höre dich, es tut mir sehr leid, 0,0. Aber ich wollte David noch was fragen gerade. Hast du denn schon Kontakt zu anderen verschiedenen Spielern von Redskins gehabt oder ging das noch gar nicht, weil noch keine Möglichkeit? Wir hatten ja die Rookie D-Line Konferenz und haben wir auch ein bisschen die Plays durchgegangen und haben wir quasi mit Chase Young und wir haben noch einen D-Effizient in der einer letzten Runden gedraftet. Mit denen haben wir halt so die Plays sind in die Plays gegangen und haben uns halt vorgestellt und so weiter. Und da habe ich halt auch ein bisschen ausgefragt über Deutschland und so weiter. Gibt es schon ein Spiel, auf den ich am meisten freust irgendwie? Also ist es standesgemäß der Quarterback, Haskins? Oder keine Ahnung, freust du dich auf Adrian Peterson? Oder? Ja, ich glaube, Adrian Peterson ist halt schon eine Legende, wo man jeder, ich glaube, es gibt uns weg. Ich glaube, ich freue mich einfach nur insgesamt auf die Geschwindigkeit von der NFL und einfach wie das ganze Leben, NFL-Leben ist, darauf freue ich mich, glaube ich. Es gibt keinen Spieler, wo ich sage jetzt, boah, freue ich mich jetzt wirklich oder so weiter. Ich frage mal ganz offen Kasim, weil Kasim kennt gefühlt jeden zweiten, der da rumläuft in der NFL.